Hallöchen, mein Name ist Smaragdenstui. Ja, wir wollen nämlich heute mal schauen, was der beste Dorfbewohner zum Smaragdesammeln ist. Da gibt es ein paar verschiedene Methoden, aber ihr seht schon, hier fliegt ganz viel rum. Es liegt einfach daran, dass ich Eisen gefarmt habe. Und um Eisen zu farmen, stand ich da rum und unter mir ist quasi ein Trupp gespawnt von den bösen Pillagern und ich kam nicht mehr raus, ohne die umzuhauen. Und dann ging sofort der Überfall los wegen den Dorfbewohnern und ich konnte nicht mehr Aufnahme drücken, weil ich bin da einfach so rausgeplumpst, bevor ich gemerkt habe, dass die überhaupt da waren. Dann hatte ich keine Zeit zum Aufnehmen. Ja, und damit willkommen zurück zum Bedrock Guide. Mein Name ist natürlich Lars LP und wir schauen mal, was eigentlich der beste Dorfbewohner fürs Markt ist. Und wir schauen mal hier in die Kiste rein, weil... Ja, holla die Waldfee, das ist ein bisschen Eisen. Okay, wir müssen erstmal hier so ein bisschen Kram wegbringen und dann können wir mal... Oh, warte. Boah, die Behutsamkeit ist ziemlich... Einmal, ich will das nicht riskieren. Gehen wir erstmal nach Hause. Ich dachte, ich könnte alles vielleicht in die Ender-Chest packen, aber da brauche ich ja Behutsamkeiten, das abzubauen. Aber sicher fragt sich der ein oder andere, warum wir nicht die Netherbase weiterbauen. Das liegt einfach daran, dass wir erstmal unsere Sachen reparieren müssen. Und dafür ist nämlich Handeln eine super Sache. Leider ist hier noch keine Reparatur drauf. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Aber man bekommt Erfahrung beim Handeln mit Dorfbewohnern. Und wir werden uns jetzt mal ein paar Dorfbewohner angucken und mal herausfinden, welcher der sinnvollste dafür ist. Ich muss sowieso aufpassen, dass hier nicht meine Dorfbewohner verschwinden. Mir ist nämlich aufgefallen, dass hier nur noch ein Dorfbewohner war. Also ab und an kommen Monster noch hier rein und entweder müssen wir das Dorf Monster sicher machen oder wir brauchen mehr Betten und Dorfbewohner, dass hier Eisengolems spawnen. Na, da ihr immer hier eine Party feiert, oh ne, nur einer ist hier, okay. Schade, ich dachte, jetzt wären die alle hier und ich könnte hier mal gucken. Hier, du kriegst mal 1, 2, 3, dann kriegt noch irgendjemand 1, 2, 3 und dann könnte mal wieder hier für Nachwuchs sorgen, damit wir auf jeden Fall immer Dorfbewohner haben. Hier, 1, 2, 3. Hä? Hier war doch das Pillager-Logo drauf. Hä? Ich habe das eben da hingehangen vom Überfall. Okay, ich glaube, es liegt an Raytracing. Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir mal den Geistlichen als Ersten. Was hat der Geistliche denn so für Deals? Der hat, naja, verrottetes Fleisch ist nicht so gut, weil 32 Stück ist richtig teuer und das bekommt man nicht so einfach zusammen. Vielleicht bei einem Zombie-Spawner-Farm, wie wir es haben bei der alten Base, aber trotzdem ist es nicht die beste Variante. Gold auch nicht gut, Hasenpfoten auch nicht gut, Schildkrötenpanzer auch nicht gut. Der Geistliche ist im Geiste für die Tonne. Okay, was bist du denn? Ich glaube Fischer, ne? Ja, Fischer, der nimmt zum Beispiel Kohle, das ist gar nicht mal so schlecht, aber Kohle findet man jetzt auch nicht in so einer Masse oder geht die so farmen, dass man das super kaufen könnte, deswegen, rohen Fisch, 15 Stück ist auch sehr viel. Fischer, du kommst mir nicht an den Haken. Okay, die Sprüche werden echt immer schlechter. Was haben wir noch für unsere Smaragd-Sammelei? Wir haben hier unten ja noch Dorfbewohner. Hallo, me friendos. Was ist denn hier los mit den, ihren Klamotten? Okay. Was bist du denn? Ein Fischer, nochmal. Und was bist du? Ein Bauer. Der zum Beispiel ist super, der will nämlich Kartoffeln. Oder Kürbisse sind noch besser. Wir haben jetzt noch keine Kürbisfarm gebaut, aber trotzdem könnte man super Kürbisse automatisieren. Also der Bauer ist schon mal oben auf unserer Liste, das ist schon mal ganz gut. Hallo meine Schildkröten, ihr habt es gleich geschafft. Ja, ihr habt es gleich... Warum gehst du denn... Warum? Warum? Wolltest du nicht ins Wasser? Oh, Bibi! Oh, Bibi! Wir haben hier noch unseren hübschen Dorfbewohner mit der Reparatur da hinten. Hallo, mein Freund. Okay, was hat er denn? Papier. Papier ist auch sehr gut. Wir haben ja schon eine Zuckerrohrfarm gebaut, mit der wir Papier machen können. Und Bücher. Naja, Bücher, ich weiß nicht. Für Bücher brauchen wir nämlich auch Leder und dann wird es schon ein bisschen komplizierter, nur um Smaragde zu sammeln. Ein kleiner XP-Snack zwischendurch. Danke. Wird wenigstens das Schwert wieder was repariert. Den Kartenzeichner haben wir auch noch. Der ist zum Beispiel wieder Level 1, weil der gestorben war. Aber der ist natürlich mit seinem Papier, aber auch mit seinen Glasscheiben, vor allem Glasscheiben, eine super Sache. Weil wir in der Wüste sind. Wir haben Glasscheiben ohne Ende. Ich meine ohne Ende. Jetzt können wir also schon mit Kartoffeln, Kürbissen, Papier und Glasscheiben Smaragde sammeln. Das ist eigentlich sehr gut. Du bist der beste Geistliche. Häng mir einfach in einem Boot fest. Ey, du bist so ein Bobo, Mann. Der Geistliche ist so... Oh, du bist echt ein Held vom Erdbeerfeld. Ich bin ein Schaf. Ich bin ein Schaf. Was macht das Lama hier drin? Wenn ich eigentlich gesucht habe...
ist der Kollege hier. Und zwar ein Rüstungsschmied. Denn ein Rüstungsschmied ist die perfekte Möglichkeit, Smaragde zu sammeln. Aus dem Grund, dass wir für 4 Eisen ein Smaragd bekommen und wir eine Eisenfarm haben. Eine Eisenfarm sollte aber grundsätzlich Standard sein, irgendwann im Midgame oder Endgame. Ich musste leider alle Fässer abreißen, damit nicht alle Fischer sind und ich mal hier einen Rüstungsschmied bekomme. Deswegen ist hier jetzt mal so ein Loch drin und da hinten mal so ein Haufen Restetruhen. Wir müssen unbedingt anfangen, ein ordentliches Lager zu bauen. Aber unser Rüstungsschmied muss natürlich erstmal Level 2 werden. Dafür brauchen wir Kohle, die müsste hier sein. Obsidian? Nein. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. 1, 2, 3, 4. Nein! No! Reicht nicht ganz. Aber wir haben schon 4 Smaragde. Und das ist gar nicht mal so wild. Wir haben ja ein paar. Genau genommen fast 2 Stacks wegen dem Überfall. Und jetzt traden wir gerade mal ein bisschen hier. So. Yes, jetzt ist er Level 2 und jetzt gehen wir mal Eisen holen. Und das Schöne ist nämlich, dass man für das Handeln Erfahrung bekommt. Rüstungsschmied, hier geblieben. Ich habe ein bisschen Eisen geholt. Und jetzt mal... So, und weiter geht's. Und ihr seht, das Schwert ist schon ein gutes Stück repariert worden. Und da kommt noch Erfahrung, da kommt noch Erfahrung. Erstmal müssen wir alles reparieren. Jetzt ist er ausverkauft. Okay, er hat erst wieder Items... Wenn er erstens an seinen Block kommt, also an seinen Arbeitsblock, und wenn er schlafen kann, kommt er nicht an seinen Arbeitsblock, wird er seinen Stock nicht auffüllen. Das kann er dann nicht. Ist ein bisschen blöd vielleicht, aber ist halt so, ne? Ist ja nicht schlimm. Kann man machen, kann man lassen. So, wir gucken jetzt mal, was wir mit den Smaragden eigentlich so alles kaufen können. Haben wir hier irgendwo noch ein paar andere Händler? Wichtig ist, man kann eigentlich fast alles kaufen an Baumaterialien, Crafting-Materialien, nur sowas wie ein Totem der Unsterblichkeit und solche Dinge, die kann man zwar auch kaufen, aber die sind dann eher speziell, sage ich mal. Die sind dann so beim letzten Level. Was ist hier eigentlich für eine... Hi! Der Schäfer. Der Schäfer zum Beispiel ist auch eine super Quelle für Smaragde, weil er mit Grundressource Wolle handelt. Und die kann man ja auch automatisch farmen. Wir haben jetzt eine Eisenfarm, finde ich sinnvoller. So, wir kaufen mal ein paar Scheren. Braucht zwar die Welt nicht, aber ich brauche die Erfahrung. Ich will nämlich meine Sachen reparieren. Wo ist denn die ganze Erfahrung? Okay. Guck mal, wie da unten die Haltbarkeit flackert, wenn ich hier reinlaufe. Also etwas stimmt nicht. Sehr merkwürdig. Was können wir denn jetzt kaufen? Wir können zum Beispiel rosa Wolle kaufen, das geht auch. Und wir müssen natürlich das Schwert in der Hand halten, ne? So. Dann kaufen wir mal rosa Wolle. So. Und das Schwert wird repariert. Es ist super easy, so Sachen zu reparieren. Oh, auch ausverkauft. Oh, er hat wieder Eisen. Also, weiter geht's. So. Okay. Kein Eisen. Doch, er hat noch Eisen. Jetzt hat er keins mehr. Schade. Aber das Schwert ist bald repariert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir können zum Beispiel auch Diamantrüstung kaufen. Auch sehr gut. Und jetzt können wir mal unsere Spitzhacke nehmen. Wir kaufen mal ein bisschen Lapis, Redstone, keine Ahnung. Bleibst du mal bitte hier? Meine Spitzhacke reparieren. Ah, hat er nicht mehr. Okay, dann kaufen wir noch ein bisschen hiervon. So. Okay. Spitzhacke kommt so langsam wieder. Das ist sehr gut. Hallo, warum kann ich mit dir nicht handeln? Hallo, ich will... Ich will mit dir handeln. Ich kann dir nicht anklicken. Du bist doch... Bist du so ein arbeitsloser Nichtsnutz? Na toll. Aber ihr merkt schon, Eisen mit Eisenfarm ist natürlich die beste Variante. Und vor allem auch die schnellste. Weil er will einfach nur 4 Eisen oder jetzt schon 6 Eisen, weil wir so viel gekauft haben. Bei Wolle und Co. sieht das natürlich anders aus. Da ist es ein bisschen mehr an der Masse, die man verkaufen muss. Und dann kommt man natürlich nicht so schnell vorwärts mit dem, was man möchte. Ich rate im Übrigen jedem, der plant, ein Dorf zu machen oder Dorfbewohner zu machen, mach es nicht so wie ich, sondern mach erst die Dorfbewohner, die du brauchst und handel einmal mit denen. Und wenn du die alle hast, dann kannst du anfangen, die zu vermehren und mehr Dorfbewohner und mehr denselben Job zu machen. Weil ich nämlich das Problem habe, dass ich jetzt alle Arbeitsblöcke abreißen muss und dann muss ich gucken, wer nimmt welchen an und dann muss ich die wieder hinbauen und das ist halt ein bisschen nervig. Am besten vorher klären, welcher Dorfbewohner was wird und dann halt einfach Dorfbewohner vermehren. Sag mal, ich würde dich auch gerne scheren, geht aber nicht, ne? Schade, ich kann den nicht mehr anklicken. Der hat definitiv... Was stimmt denn hier mit den Dorfbewohnern nicht? Der hat definitiv einen Job, der wechselt immer die Klamotte. Das ist so merkwürdig. Was ist mit ihm hier? Ihn kann ich auch nicht mehr anklicken. Hey, warum? Unser Schäfer. Ach, der hat auch wieder Wolle. Das heißt, wir können wieder unsere Spitzhacke reparieren.
Guck mal, unsere Spitzhacke. Tiu, 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 tiu. So, jetzt ist sie schon wieder bald orange. Ich glaube, die haben einfach keinen Job, die da hinten. Der Geistliche ist leer. Und er hat immer noch kein Eisen. Die anderen Sachen kaufe ich nicht, die sind mir zu teuer. Was wir aber machen können, sind Betten, damit wir noch mehr Dorfbewohner bekommen, die keinen Job haben. Und dann können wir einfach Arbeitsblöcke setzen und gucken, was die für einen Job bekommen sollen. Beziehungsweise werde ich eine Trading-Marktplatz bauen in den nächsten Folgen. Da werden wir dann immer die Dorfbewohner verstecken und einsperren, die wir brauchen. Aber wenn dir der Bedrock Guide gefällt, dann kannst du es gerne liken und wenn euch geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren und mir in die Kommentare schreiben, ob wir erst den Nether Base fertig bauen sollen oder erst den Trading Marktplatz. Neues Eisen, aber wir müssen die Spitzhacke in die Hand nehmen. Das ist gut. Und wir müssen vor allem, müssen wir die Elytron anziehen, da werden die nämlich auch repariert. Also, so. Ab dafür, danke nochmal. Jetzt ist das schon wieder leer. Und unsere Spitzhacke wird repariert, die Elytron werden repariert. Super Sache. Wir brauchen unbedingt mehr von den Dudes. Wir können ja noch einen Schmelzofen hier hinbauen, das ist ja kein Problem. Wie baut man einen Schmelzofen? Weil der Schmelzofen ist der Berufsblock für Rüstungsschmiede, die halt Eisen annehmen. So, jetzt haben wir den schon mal. Wir haben den Ofen, wir haben das Eisen, wir brauchen noch dreimal glatten Stein. Schmelzofen Nummer 2. Und dann müssen wir mal gucken. Kannst du mal bitte aus der Ecke gerade rausgehen? Bitte, sei mal so lieb. Sei mal so lieb, geh mir gerade bitte hier. Danke, danke. So, nein. So. Und dann müssen wir mal gucken, wer diesen Job jetzt bekommen hat. Weil wir hatten ja noch ein paar Dorfbewohner, die hatten eben keinen Job. Und jetzt müssen wir schauen, wer von denen noch ein Schmied geworden ist. Der Kollege hier. Ja, kaufen wir mal ein paar Helme. So, hat noch nicht gereicht, aber okay. Meine Elytron sind schon wieder fast kompletto. Und der zweite Kollege, der darf auch. So, wunderbar, weiter geht's. Die Sonne geht unter. Und ich habe jetzt etwa 30 Minuten gebraucht, um meine Rüstung, Elytron, Waffe, alles wieder nahezu auf Maximum zu kriegen und schlafen gehen zu müssen. Und spätestens jetzt solltet ihr mir glauben mit dem Händler. Die beste Art und Weise, Smaragde zusammenzubekommen, ist der Eisenhändler, wenn man eine Eisenfarm hat, also der Rüstungsschmied, wenn man eine Eisenfarm hat. Oder natürlich eine Raid-Farm, aber die kommt wirklich sehr spät. Und wir kriegen natürlich so unsere Sachen super repariert. Oh, und die zwei machen zum Folgenende nochmal hier ein Bibi. Kommen wir aber zur Frage des Tages. Die Frage des Tages kommt von Ulrike Heinrich und die lautet, können Dorfbewohner zombifiziert werden, auch wenn der Chunk nicht geladen ist, in dem das Dorf ist? Nein, können sie nicht. Denn wenn der Chunk nicht geladen ist, ist er nicht geladen. Dann passiert ja nichts. Weil ist ja nicht geladen. Wenn du aber ein Dorf gefunden hast, was randvoll Zombie-Dorfbewohner ist, dann ist es ein verlassenes Dorf. Die gibt es nämlich auch. Oder ein Dorf, was quasi überfallen wurde. Also es gibt Zombie-Dörfer und es gibt verlassene Dörfer. Das heißt im Klartext, du hast ein Dorf gefunden, wo die Zombies schon waren, beziehungsweise was so generiert wurde. Ich sage vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du natürlich gerne liken und wenn euch geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren und in die Kommentare schreiben, sollen wir erst den Trader-Marktplatz machen oder erst das Nether-Hub fertig.